Das ist Nora. Hallo Nora. Hallo. Wir haben uns erst vor einem Dreivierteljahr kennengelernt auf der Republika. Und schon das Gespräch fand ich sehr, sehr eindrücklich. Ich habe dann aber in Ihren Podcast rein gehört und der hat mich schon ein bisschen aus den Angeln gehoben. Und der erste Programmpunkt für die ganze Subscribe hier war für mich völlig klar, wir müssen Nora haben, die ihr Format hier vorstellt. Warum? Weil sie nicht nur selber persönlich eine Grenzgängerin ist im Bereich Journalismus und dort ganz verschiedene Kanäle mit ganz unterschiedlichen Konzepten und Formaten bespielt, sondern weil sie jetzt hier auch ein Podcast-Format vorstellen wird, was so, glaube ich, überhaupt gar kein Ebenbild hat. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern auch nicht in den USA oder überhaupt irgendwo. Das heißt also, es ist, glaube ich, so das Originellste, was mir in den letzten Jahren über den Weg gelaufen ist. Und das Zweite, was aber neben dem ungewöhnlichen Format noch hinzukommt, ist es, glaube ich, der bisher einzige Podcast, auf dem ich auf dem Fahrrad geweint habe. Das heißt, das Ganze hat also auch eine, bei mir zumindest, eine Intensität bekommen und man liest es dann in den Kommentaren, dass ich doch nicht der Einzige bin, dass auch hier Podcasting vielleicht mal eine Ebene bekommt, die nicht so ganz alltäglich ist. Das wird Nora uns jetzt aber alles selber erzählen. Nora, toll, dass du hier bist. The floor is yours. Vielen Dank. Ja, das sind fette Vorschusslorbeeren. Ich schicke euch einfach mal mit dem Intro in meinen Podcast. Nein, das will nicht. Los. Dann machen wir es ohne Intro. Wieso geht denn das nicht, das Audio? Ah, es möchte doch. Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Ja, dieser Podcast hat drei Protagonisten. Einer davon bin ich. Ich bin 38 Jahre alt und bin Journalistin. Ich bin von Hause aus eigentlich Sportjournalistin. Und ja, dass ich so ein Thema plötzlich mitbringe und aufgreife, liegt am zweiten Protagonisten. Das ist mein Vater, Dietrich Franz Hespers, auch genannt Dirk, Dieter oder Drickes. Der hat deswegen drei Namen, weil er geboren ist 1931 und der Sohn eines Widerstandskämpfers war, der 1933 das Land verlassen musste. Der musste 1933 aus Deutschland fliehen und hat seinen Sohn mitgenommen und seine Frau. Und in den Niederlanden war Dietrich, der Name war einfach zu deutsch, sodass er umbenannt wurde, erst in Dieter und später in Dirk. Und Drickes ist sein Künstlername, unter dem er seit Jahren auftritt. Ich glaube, mein Vater steht seit über 60 Jahren auf der Bühne. Und genau, der dritte Protagonist ist damit mein Großvater Theodor Franz Maria Hespers, geboren am 12. Dezember 1903 und wurde erhängt am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee. Das heißt, die Geschichte ist nicht so ganz gut ausgegangen. Mein Großvater hat sich schon, bevor die Nazis überhaupt an die Macht gekommen sind, gegen die Nazis gestellt. Also es gibt Berichte darüber, dass er auf Veranstaltungen der NSDAP Gegenredner war, dass er sich da hat blutig schlagen lassen müssen, weil das halt auch damals so war, dass man politische Diskussionen auch mal mit Fäusten ausgetragen hat. Es war relativ klar, dass nach der Notverordnung 1933, Ende März, dass mein Großvater das Land verlassen muss, und zwar sofort. Und hat seinen Sohn und seine Frau eben nachgeholt, in die Niederlande, ins Exil. Und dann hat er aus dem Exil einfach weitergemacht. Hat erstmal Flugblätter verteilt, hat später eine Widerstandszeitschrift gegründet, war politisch aktiv, war, soweit ich das bis jetzt erfahren habe, auch für verschiedene Nachrichtendienste, also Geheimdienste aktiv, und hat einfach versucht, irgendwas dagegen zu tun, dass in Deutschland gerade alles den Bach runtergeht. Als dann der Krieg kam, Mai 1940, in den Niederlande, musste die Familie wieder fliehen, ist dann nach Belgien geflohen und da haben sie ihn irgendwann 1942 im Februar mit gefälschten Lebensmittelmarken festgenommen, ihn verhört in Wilhelmshaven und Berlin-Plötzensee und das endete alles mit dem Todesurteil und mit dem Tod meines Großvaters. Ich kenne diese Geschichte, glaube ich, seit ich auf der Welt bin und ich habe diese Geschichte tatsächlich furchtbar gefunden. Das kann ich so weit sagen und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass sie keinen Bock mehr haben auf Storys aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe trotzdem gesagt, ich will es erzählen. Und das ist gestartet am 12. Dezember 2014. Da habe ich meinen ersten Blog-Eintrag veröffentlicht unter www.dieanachronistin.de. Ich war schrecklich aufgeregt, weil ich nicht wusste,
wie Menschen darauf reagieren, dass jemand, der sonst eigentlich eher so ganz lustige Sachen macht und Sport und über Fußball berichtet, sich plötzlich an so ein Thema rantraut. Ich habe dann weitergemacht und dachte, naja gut, wenn du einen Blog hast, kannst du auch einen Podcast machen. Der ging zufällig am Geburtstag meines Vaters online, am 21. Februar 2015. Ich habe den auf Soundcloud hochgeladen, weil ich dachte, das ist eine Spitzenidee, weil man das halt in den Blog embedden kann. Meine Ursprungsidee war nämlich tatsächlich, ich habe so lange Artikel, ne, lassen wir sie doch vorlesen. Und in loser Reihenfolge, um das Ding irgendwie zu promoten, kamen dann zwei Facebook-Pages dazu, ein Twitter-Profil und ein Instagram-Account. Also ich versuche auf allen Kanälen irgendwie diese Geschichte zu verbreiten. So, genau. Das Blog hat angefangen mit Recherchen. Und das sind so ein paar Sachen, die mein Vater schon aufgeschrieben hat. Das heißt, diese Geschichte ist überhaupt nicht unbekannt, sondern mein Vater hat schon in Einzelteilen diese Geschichte niedergeschrieben. Blöderweise im Selbstverlag, das heißt, man kann das nirgendwo bestellen und das hat einfach eine ganz winzige Reichweite. Das kennen nur Menschen, die eigentlich meinen Vater kennen. Der kennt viele Leute, aber es setzt sich halt nur in einem bestimmten Kreis durch. Das ist jetzt nichts, was man einfach so irgendwo haben kann. Und dann passierte Folgendes: You cannot run away from history. Wie eben schon gesagt, ich fand die Geschichte furchtbar, sie wollte auch nichts damit zu tun haben. Und dann kam, glaube ich, vor 2 Jahren ein Kollege auf mich zu und sagte, Nora, wir haben was gemeinsam. Und der Kollege ist 55, ich bin deutlich jünger und dachte, was kann das wohl sein? Und erzählte mir, ich habe über deinen Großvater promoviert. Ich so, oh, ja, das ist ja spannend. Ja, und noch viel besser, ich habe heute Abend eine Sendung über deinen Großvater. Schön, dass du da bist, willst du nicht was erzählen? Ja, finde ich okay, kann ich machen, überhaupt kein Ding. Habe ich dann auch gemacht. Ich wusste die Stories von meinem Vater, die mir auch zum Hals raushingen und das, was im Wikipedia-Artikel über meinen Großvater steht und mehr wusste ich auch nicht. Und in dieser Sendung sagt dann Matthias von Hellfeld, heißt der Kollege, erzählt mir plötzlich, dass mein Großvater und das, was er an Zeitschriften herausgebracht hat, in Köln von Widerstandskämpfern oder vom Untergrund sehr stark rezipiert worden ist. Dass diese Widerstandszeitschrift tatsächlich gelesen wurde, was man ja nicht so, man denkt ja gut, ne, Flugblätter und so, wir wissen alle, wie wir damit umgehen, drauf gucken, ab in Müll. Ich habe nie einschätzen können, wie viel Bedeutung das hat, was mein Großvater gemacht hat. Und in dem Moment wurde mir klar, die Geschichte ist schon ein bisschen heftiger und dann kamen die Einschläge immer näher. Also es kam immer häufiger, dass diese Geschichte auf mich zukam, ohne dass ich mich aktiv darum bemüht habe. Und dann dachte ich im Sommer 2014, so in meiner Grundnaivität, naja, machst du halt mal ein Buch darüber. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gedacht, das Beste ist eigentlich, ich spreche mal mit meinem Vater. Der hat zwar Bücher geschrieben, aber der schreibt ja nur das, was er so von sich preisgeben will. Und er hat es immer erzählt, aber ich habe ihm nie zugehört. Also bin ich mit meinem Aufnahmegerät da hingegangen und habe mit meinem Vater Interviews geführt. Das war auch ganz gut so, weil wir haben weit über 10 Jahre nicht miteinander gesprochen. Das liegt daran, dass man mit jemandem aufwächst, der im Krieg groß geworden ist und so viel älter ist. Also mein Vater ist 1 Jahr älter als meine Oma und 2 Jahre jünger als mein Opa. Nur mal, um das so in ein Verhältnis zu setzen, das ist nicht so ganz einfach und deswegen hatte sich das irgendwann zerschlagen und wir haben uns über diese Interviews wieder angenähert. Und die Initialzündung, das dann letztendlich auch zu veröffentlichen und wirklich jetzt anzufangen, darüber zu schreiben und das nicht mehr rumliegen zu lassen und auch zu transkribieren, waren dann die Pegida-Aufmärsche, weil ich dachte, das kann nicht sein. Das, was da gerade passiert, das kann nicht sein. Das darf so nicht nochmal passieren und ich möchte auch verstehen, wie das damals passiert ist und vielleicht kann ich was lernen darüber. Und das oben rechts ist mein Vater mit seinen 85 Jahren oder ich glaube, das Foto ist 2 Jahre alt, da war er dann noch 83, taufrisch sozusagen. Das links sind die Unterlagen, die er mir gegeben hat. Das waren die Verhörprotokolle aus Berlin-Plötzensee, wo ich so schon mal in groben Zügen was lesen konnte über meinen Großvater. Und das unten rechts habe ich im Bundesarchiv in Berlin gefunden. Das ist das Todesurteil, also die Anklageschrift, das Todesurteil. Das sind Gnadengesuche, also die ganze Familie hat handschriftliche Briefe an den Volksgerichtshof geschickt und hat versucht, eine Begnadigung zu erlangen. Und da ist auch eine Rechnungsstelle dabei, weil für die von den Nazis Ermordeten musste man selber aufkommen. Die haben Kosten verursacht, die mussten die Familien tragen. So, das sind so Sachen, die ich da gefunden habe. Vom Blog zum Podcast war es eigentlich gar nicht so weit, ehrlich gesagt, weil lange Texte
liest keiner, aber man kann die ja hören. Das ist ja irgendwie, ne, da kann man zwar nicht selber bestimmen, aber wenn da so ein langer Text steht, das erschlägt einen erstmal und hören kann man nebenbei, beim Autofahren, beim Fahrradfahren, wo auch immer. Dann hatte ich 8 Stunden Interviewmaterial und ich habe das alles handschriftlich transkribiert. Also ich habe mich wirklich hingesetzt, das Wort für Wort abgeschrieben und dachte, damit muss man was machen können. Das Doofe ist, in Audios kann man nicht suchen, für Texte gibt es Steuerung F, das ist super. Und dann muss man meinen Vater tatsächlich auch hören. Ich finde, es ist was anderes, ob man über jemanden liest oder Zitate von ihm liest oder ob man seine Stimme im Ohr hat. Ob man weiß, wer das ist, ob man erfährt einfach noch ein bisschen mehr, wenn man hört. Und als allerletztes kam mir der Gedanke, Mensch, ich bin ja Hörfunkjournalistin. Ich kann das ja auch eigentlich, ja, dann könnte ich das auch eigentlich tun. Ich habe da überhaupt nicht so aktiv drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, und dann hatten wir einen Podcast am 21. Februar 2015. Und bis es soweit war, zwischen dem Blogstart und dem Podcaststart, brauchte ich Equipment, weil das hatte ich in der Form noch nicht für meine Hörfunkgeschichten. Und das ist mein Podcast-Studio. Also ich habe ein Apogee-Mikrofon, ich habe ein Nausonic Umbrella, das ist so ein Schallabsorber, ich habe einen Popschutz, Mikrofonständer und das hat mich so roundabout 385 Euro gekostet in der Anschaffung. Ich finde, das ist jetzt nicht übermäßig teuer für das, was man so an Technik haben kann. Was ich schon besessen habe, ist ein Mac, ein iPad, da ist ein GarageBand drauf, das kann man super benutzen, da braucht man nicht zuzüglich was anzuschaffen. Was dann doch noch ein bisschen kostet, ist ein Soundcloud-Abo, weil es war relativ schnell klar, mit dem kostenlosen Ding komme ich nicht mehr hin. Das Recherchematerial in Berlin hat mich weit über 300 Euro gekostet. Das liegt alles in der Dropbox, weil das zu viel ist, um es auf dem Rechner zu haben, an Datenmengen und ich auch von unterwegs arbeiten möchte. Da habe ich auch nochmal locker 900 Euro rein investiert. So. Und ja, so sieht das dann aus. Ist auf relativ kleinem Raum, iPad, GarageBand drauf, da links ist der Popschutz. Ich weiß nicht, ob man oben das dunkelschwarze ist, der Soundabsorber, der ist halt so hoch und so halb rund, der schützt einfach so ein bisschen den Schall, weil ich am Anfang auch in einer Altbauwohnung war. Kopfhörer, die sind leider nicht so dolle, aber das reicht, um sich zu monitoren, also um selber zu hören, was man einspricht und um so einen Podcast zu erstellen. Abrufbar ist der via iTunes und Soundcloud. Ich war total happy, als ich den bei iTunes untergebracht habe, bis mir jemand erzählt hat, da kommt jeder rein. Ja, ich dachte, das ist ganz cool, aber das war dann doch nicht so dolle. Ich habe inzwischen 23 Folgen produziert und die sind in der Regel 8 bis 12 Minuten lang. Und das Lustige ist, Ralf sagt, das ist so originell. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich kannte vorher die Podcast-Landschaft nicht. Ich habe einfach versucht, das, was ich da habe an Material, so zu bündeln, dass man sich das gut anhören kann. Das war so meine Grundintention. Und was da passiert zwischen Text, zwischen Lesen und Hören, das würde ich gerne mal demonstrieren. Kann man den Text gut lesen? Dann machen wir einfach ein bisschen Sport und kommen so weit nach vorne, dass wir ihn lesen können, weil es ist tatsächlich wichtig, ihn zu lesen und sich das danach anzuhören. Die 1,30 würde ich euch jetzt geben. Sind die meisten durch? Das ist ziemlich harter Tobak, was da steht. Ich möchte vorwarnen, das wird nicht besser, wenn man sich das anhört. Das ist Selma Meyer. Dann zeigt mein Vater auf die Bilder von zwei Frauen. Die eine ist Antonia Verhagen, genannte Toos. Genau, das ist die... Toos Verhagen. Die ist aber, also hässlich ist die nicht. Hässlich ist schon nicht. Die ist ein bisschen... Ihren Namen kenne ich ganz gut. Mein Vater hat sie relativ oft erwähnt. Die andere Frau kenne ich nicht. Ihr Name ist Sarah Kato Meyer, genannt Selma. Das ist auch eine Jüdin. Die hat Selma Kato Meyer, die hat ihr ganzes Büro kostenlos zur Verfügung gestellt, hat dafür gesorgt, dass die ganze Kameradschaft, die Widerstandszeitschriften
sozusagen verschickt worden. Ne? Mhm. Diese Selma Kathomeyer, die wollte erst flüchten, aber ihre Mutter war todkrank, ist zu Hause geblieben, weil sie verhaftet war. Dann hat man sie in Gestapohaft gebracht. Und ich weiß genau, wie das zu Tode gekommen ist. Es hieß denn, die werden am Lungenentzündung wieder zugrunde gegangen und werden in Berlin-Weißensee beerdigt, ne? Im jüdischen Friedhof. Das folgendermaßen. Die hat man totgeschlagen, in Zirn. Ja. Hat eine Freundin von der Doos Verhagen war auch inhaftiert. Die hat nur überlebt, weil die auf dem Bauch geschlafen hat. Und dann war die nur gelähmt nach dem Krieg. Die anderen, man machte Folgendes. Man ging nachts in die Zellen rein, maskiert, und schlug die Frauen so lange auf den Unterleib, bis sie an inneren Blutungen zugrunde gingen. Die Männer, vielleicht waren auch Frauen dabei, haben ihr nachts im Schlaf den Unterleib buchstäblich zu Brei geschlagen. Die Frauen sind danach qualvoll an ihren inneren Verletzungen gestorben. Es sind Geschichten wie diese, die mich gerade nachts nicht schlafen lassen. Mir ist es unbegreiflich, dass Menschen einander so etwas antun. Es ist feige und krank. Ja. Ich glaube, das macht es ganz deutlich, was ich versuche. Also ich versuche an der Stelle wirklich Geschichte erlebbar zu machen. Man soll das nicht einfach nur lesen und darüber hinweglesen, sondern man soll sich das, also ich muss das nachempfinden und mir geht es total nah und ich finde es durchaus legitim, das auch anderen Leuten zuzumuten, dass einem das so nah geht, dass man Geschichte so nah bei sich hat, dass man dabei was fühlt, dass man wütend wird oder dass man traurig wird, dass man, dass Dinge wirklich auch unbegreiflich sind, die unbegreiflich sind, dass man das nachvollziehen kann. Und ja, mir geht das auch so, mir geht das auch jetzt schon wieder so, wenn ich das höre, weil ich das jedes Mal wieder erschreckend finde. Und es ist einfach ein deutlicher Unterschied zwischen dem, was ich lese und dem, was ich höre. Dann ist mein Vater Zeitzeuge. Also der erzählt nicht, der labert nicht von irgendwelchen Märchen oder damals war oder so. Der hat das miterlebt. Der kennt diese Menschen. Der kennt diese Selma Kathomeyer. Der kennt die. Der hat die erlebt, als er klein war. Und mein Vater kennt auch das Trauma und ich kenne die Auswirkungen dieses Traumas, weil ich mit diesen Menschen groß geworden bin. Ich bin aufgewachsen mit dem. Und das ist nicht so weit weg von uns und nicht so weit weg von dem, was heute passiert. Denn die Parallelen zur Gegenwart versuche ich halt auch immer wieder zu ziehen. Ne? Also ich versuche damit auch klarzumachen, dass Krieg eine richtige Scheißnummer ist und was das mit Menschen macht, was das mit meinem Vater gemacht hat und was das auch in der zweiten und dritten Generation noch mit mir macht, die, mit jemandem aufgewachsen ist, der eben ein Kriegstrauma hat. Und ja, die Anachronistin, hat der Ralf schon gesagt, ist ein Grenzgänger. Ich kenne mich in der Podcast-Landschaft jetzt nicht so super gut aus, aber das, was ich mitgekriegt habe, ist, dass handgemachte Podcasts oft Laber-Podcasts sind oder Erzähl-Podcasts. Das ist gar nicht despektierlich. Ich glaube, der Begriff existiert in der Community und wird auch so verwendet. Ne? Also es wird halt erzählt, was ja durchaus völlig okay ist und was ja viele Leute auch sehr gerne rezipieren. Dann gibt es die Podcasts von Medienhäusern und die sind meiner Meinung nach eigentlich nicht Podcasts, sondern Hörfunkformate, die via iTunes abgerufen und abonniert werden können. Also das sind Radioinhalte, das sind Hörfunkinhalte, die sind dafür konzipiert und es ist schön, dass man sie zeitunabhängig hören kann und auch öfter und länger rezipieren kann, aber die sind eigentlich nicht ursprünglich für ein Podcast-Publikum gemacht. Und was es seltener gibt, sind gebaute Beiträge, also zum Beispiel jetzt 4000 Hertz, das Podcast-Label, da sind Radiomacher und die machen gebaute Beiträge. Und ansonsten, glaube ich, gibt es da zumindest in Deutschland nicht so richtig viel, ne? Das weiß der Ralf besser als ich, aber ich habe auch mal ein bisschen geguckt, also so richtig viele Radiomacher, die jetzt Podcasts machen, gibt es noch nicht. Und genau. Serials im deutschsprachigen Raum sind auch noch selten. Also es gibt jetzt so einige Versuche, so Kurz-Serials. Bei WDR 5 gab es zum Beispiel die Reihe Der Anhalter von meinen Kollegen Sven Preger und Stefan Beuting. Das war super, das haben die richtig gut gemacht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das hier. Die begeben sich da auch auf eine sehr persönliche Ebene, was im Radio gar nicht so oft ist, dass der Journalist sich persönlich betroffen zeigt, weil wir sind Journalisten, wir müssen es objektiv machen und die Ich-Perspektive zählt eigentlich nicht so, das sollen wir eher lassen. Manchmal bietet es sich aber einfach an, weil wir natürlich auch Menschen sind und nicht nur Journalisten. Dann ist es eine nicht-fiktionale Geschichte, also die ist ganz schön echt und echter, als man das manchmal möchte.
Und die ist super langfristig angelegt. Also es sind persönliche Erzählungen, ich berichte von Recherche, ich interviewe verschiedene Menschen und habe deswegen einfach auch verschiedene Stimmen in meinem Podcast, die sich da zu Wort melden. Und eine davon ist zum Beispiel Matthias von Hellfeld. Aber es gibt noch einen Satz von Matthias, den ich fast schlimmer finde. Denn natürlich suche ich in diesen Dokumenten nach der Stimme meines Großvaters. Nach Spuren seiner Persönlichkeit. Nach seiner Version der Dinge. Alle Protokolle, die du liest, sind formuliert von einem Protokollanten und hinterher redigiert von dem, der das Verhör gemacht hat. So, das heißt, die Sätze sind nicht die Worte deines Großvaters. Der Inhalt würde ich auch sehr zögerlich sein. Mittlerweile würde ich ehrlich gesagt sagen, da stimmt fast gar nichts von. Da gibt es aber einen heftigen Streit drum. Meine einzige Chance ist es, mich auf meine Intuition zu verlassen. Sehr belastbare Größe, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Tatsächlich ist das, was in den Protokollen steht, großer Mist in vielen Teilen. Ich habe das unwahrscheinliche Glück, dass auch Briefe von meinem Großvater erhalten sind, weil ja natürlich alles aufgehoben wurde, wo er versucht, diese Fehler in den Protokollen richtigzustellen. Das heißt, ich kann diese Diskrepanz in Zukunft irgendwann, wenn ich all diese Briefe gelesen habe, irgendwann auch in einem Podcast darstellen. Was hat die Gestapo hingeschrieben und was hat mein Großvater wirklich gesagt? Vielleicht hilft es auch einfach herauszufinden, wie diese Protokolle entstanden sind oder ne, was da so passiert. Und auch aus den Protokollen, ich zitiere das nicht selber, sondern ich habe nette Kollegen, die mir das freundlicherweise einsprechen. Das erste Verhör, das mir vorliegt, ist vom 11. Juni 1942. 13 Tage nach seiner Überstellung ins Gestapo-Gefängnis. Es muss das erste dort geführte Verhör sein. Denn die Akte beginnt mit folgenden Worten. Aus dem Hausgefängnis vorgeführt erscheint der Schutzhäftling Theodor Hespers, geboren am 12.12.1903 in München-Gladbach, weitere Personalien bereits aktenkundig und erklärt in der Fortsetzung seiner bisherigen Vernehmung bei der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven Folgendes. In diesem ersten Verhör geht es zunächst mal darum, dass mein Großvater erklärt, dass er seit 1936 davon weiß, dass er aus dem Deutschen Reich ausgebürgert wurde. Da ist so ein kleines Rauschen drunter. Das Rauschen, was da drunter ist, ist ein Bahngeräusche, weil ich diese Akten in der Bahn gelesen habe. Ich bin in der Bahn dann doch noch auf die Idee gekommen, dieses Bahngeräusch mit aufzunehmen und an der Stelle unter den Podcast zu legen, sodass man quasi mit mir in der Bahn sitzt, während ich diese Akten lese, also so ein Atmo-Ding. Macht man im Radio ganz gerne, weiß ich nicht, ob man das bei Podcasts häufig macht. Warum ist das Ganze kein Hörfunkformat geworden? Das hat tatsächlich diverse Gründe. Ich habe überlegt, ob ich das anbieten kann und habe mich dagegen entschieden, das als Hörfunkformat anzubieten. Aus dem einfachen Grund, weil die Recherche nicht kalkulierbar ist. Da tauchen ständig neue Sachen auf und ich weiß einfach nicht, wie lange brauche ich dafür? Wie gut kann ich das verarbeiten? Also ich meine nicht nur verarbeiten im technischen Sinne, sondern ich meine auch persönlich. Ich musste zwischendurch eine Pause machen, weil mich die Geschichte einfach so runtergezogen hat. Das ist persönlich und manchmal muss man einfach sagen so, okay, ich kann es gerade nicht mehr. Das geht mir zu nah, ich kann das nicht mehr. Das ist ein Angehöriger. Ich habe den nie kennengelernt, aber das ist immer noch mein Großvater. Ich kann damit keine Regelmäßigkeit garantieren. Also ich kann nicht sagen, ich kann jetzt einmal die Woche einen Podcast machen. Das geht nicht. Dafür ist der Umfang zu groß. Ich habe da über 3000 Seiten Gestapo-Akten liegen, das schaffe ich nicht. Das ist extrem persönlich. Man merkt es auch manchmal, wenn ich spreche, dass auch mir das nahe geht und ich lasse es halt zu. Natürlich habe ich da den Wunsch, unbeeinflusst zu arbeiten, weil gerade wenn Sachen persönlich sind, wenn ich mich dann mit einem Redakteur auseinandersetzen muss, ob das jetzt so oder so formuliert wird oder so, das hat in einem Radiobeitrag einen Sinn. Und das ist auch wichtig, dass man diesen Austausch hat. Aber in dem Fall könnte ich da, glaube ich, einfach wesentlich schlechter mit umgehen, deswegen mache ich es nicht. Und ich habe im Podcast keine Formatvorgabe. Also ich muss nicht 5x10 Minuten liefern. Wenn der 8 Minuten wird, ist gut. Wenn der 18 Minuten wird, ist auch gut. Ich habe halt unendlich viel Platz im Internet. Niemand sagt mir, ja, da müssen jetzt aber mindestens 3 O-Töne von 3 Beteiligten rein. Sondern wenn ich eine Folge mache, in der nur ich alleine spreche, ist das auch in Ordnung. Dann kann man das auch machen. Das heißt, ich habe eine größere Auswahl und eine größere Formatvielfalt in der Geschichte und muss mich da nicht so streng an Vorgaben halten, die im Radio auch einen Sinn haben, weil sonst muss man die Nachrichten verschieben, eine Musik canceln, eine Moderation oder was auch immer. Das habe ich dann nicht. So. Die Erfahrungswerte, die ich da gemacht habe bis jetzt, ist, es ist nie genug Zeit da. Es ist halt einfach so, wenn man so ein
Podcast schneidet und produziert und auch gestaltet, dann sitzt man da nicht eine Stunde oder zwei dran, sondern da sitzt man da gerne auch mal 4 bis 8 Stunden dran und irgendwann muss man ins Bett, weil der nächste Tag kommt und man hat das vorher vielleicht nicht so gut kalkuliert oder man findet, der O-Ton passt viel besser, dann begibt man sich auf die Suche. Ich muss immer in mindestens 2 Stunden Material nach den O-Tönen suchen, das ist halt aufwendig. Da verzettel ich mich ganz einfach schon mal zwischendurch, das kann passieren. Das führt dann zu so Sachen, dass ich Schnittfehler nicht mehr höre oder so. Also ich mache das auch alleine. Im Radio hätte ich zum Beispiel einen Producer, der würde das machen und auch alles glatt bügeln. Ich mache das alleine, manchmal höre ich es einfach nicht mehr. Da sind Fehler drin, tut mir leid. Ich bin unabhängig, das ist super, aber ein externes Korrektiv ist immer auch richtig gut, weil wenn ich mich versabbel oder eine schlechte Betonung setze, kann mir das jemand vor der Scheibe sagen beim Einsprechen. Wenn ich alleine 18 Minuten einspreche und mir das nochmal anhöre, kann ich manchmal denken, ja, es hättest du schöner machen können, aber nee, komm, mach das jetzt so, ist auch okay, das weiß ich nicht. Schaffen wir jetzt nicht mehr oder ich spreche jetzt nicht nochmal 18 Minuten ein. Das habt ihr eben gehört, gelernt, dass ich Musik durchaus dosierter einsetzen kann. Also man kann Stimme frei stehen lassen. Das wirkt auch, da muss nicht ständig Musik drunter. Das habe ich am Anfang sehr viel gemacht. Das hört man auch zum Beispiel mit diesem ersten Ausschnitt von Selma Meyer. Wenn mein Vater das einfach erzählt hätte, ohne die Musik drunter, hätte das genauso gut gewirkt. Vielleicht sogar besser. Ich muss nicht diese Stimmung noch zusätzlich machen. Das kann viel weniger sein. Ja, und das ist das Gesamtprojekt. Das bin ich mit meinem Vater auf dem Weg nach Amsterdam, weil wir das Projekt da vorgestellt haben zusammen. Und es besteht halt aus dem Blog, aus dem Podcast, aus der Facebook-Seite Die Anachronistin, aus der Facebook-Seite Theo Hespers, wo ich so eine Chronologie anlege aus Meilensteinen, damit man einen Überblick hat und damit ich einen Überblick habe, wenn ich unterwegs bin, weil mein Großvater so viel gemacht hat. Aus dem Instagram-Account, aus Twitter, aus Clamour, weil wir leider immer noch nicht die Chance haben, Audios gut in sozialen Netzwerken zu verbreiten, was ein Riesenproblem ist, finde ich, aus Offline-Auftritten und zwischendurch dann halt wirklich Recherche. Also viel lesen, sitzen, vergleichen, Interviews führen, Interviews nochmal anhören. Das ist so die Hauptarbeit, die in diesem Projekt steckt, was wirklich nicht nur der Podcast und der Blog ist, sondern eben einfach auch ganz viel drumherum. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich mir für die Zukunft wünschen würde, nämlich endlich eine vernünftige Anbindung von Audio an soziale Netzwerke. This American Life versucht es gerade. Viele Kollegen behelfen sich, indem sie kleine Bilder produzieren und ein Video draus machen. Aber wenn ich das zum Beispiel bei Google suche, habe ich einen Tab Video, aber ich habe keinen Tab Audio. Ich finde Audios nie selbstständig. Die finde ich immer nur als Teil eines Beitrags. Ich muss verschiedene Mediatheken durchsuchen, ich muss Podcasts durch iTunes durchsuchen oder andere Podcrawler. Ich muss mir immer einen Umstand machen, diese Podcasts zu finden, die ich gerne hätte. Finde ich total doof, ehrlich gesagt. Und hätte einfach gerne, dass das besser funktioniert. Und ich hätte auch gerne mehr Möglichkeiten, interaktiv zu arbeiten damit. SMAP hat sowas vorgestellt, dass man zum Beispiel, also wenn ich von einem Dokument rede in meinem Audio, dann möchte ich, dass jemand über die Timeline fahren kann, wenn er das am Browser benutzt und vielleicht dieses Dokument auch selber sieht und an der Stelle das Audio anhält oder so. Oder dass ein Bild einfach dabei ist von meinem Vater, weil es einfach was Unterstützendes ist. Ich sehe diesen Menschen, der spricht in dem Moment. Das macht es nicht gleich zum Video, weil dafür bräuchte ich Bewegtbild, aber man kann so ein paar kleine Anreize noch setzen oder so ein paar kleine Gimmicks dazugeben. Das fände ich halt, also ich fände schön, wenn sowas gäbe, so eine, ja, das ist wie Pageflow, nur ein bisschen reduzierter, ein bisschen pointierter, nur für Audio. Ja. Dankeschön.